Ich finde ihn schön. Wenn ihr nach Westen geht, findet ihr den Magierturm. Ihr könnt ihn kaum verfehlen. Er ist nämlich sehr überheblich. Da kommen wir doch gerade her, alter Mann. Gift ist kein angenehmer Zustand. Eure Stärke und Geschwindigkeit wird um 10 Punkte reduziert. Was? Habt ihr geglaubt, dass es Schaden über Zeit verursacht? Was seid ihr denn für Noobs? Was? So, huch. Ich habe keine Ahnung, was der Namenlose vorhat, aber ich wette, es ist was Böses. Oh, was ist das denn hier? Nanü? Eine Kampfschule, eine Samurai-Trainingsschule? Lass uns niemals deine Deckung gegenüber dem Namenlosen fallen. So. Fuchshaltung, Schmetterlingshaltung. Wie hübsch und tödlich du jetzt mit deinen magischen Angriffen bist. Die Traube ist niemals reif für dich. Was? Umwerfer, der Schrecken des Zauberers. Aha. Effekt, Punkt, Punkt, Punkt. Jetzt auch mit Gift, ein Giftschlag. Du müsst dich für den Namenlosen bereit machen. Rittereid und Tapferkeit. Du schwörst, deine Spezialangriffe öfter zu benutzen. Deine Courage verbessert deine magische Einstellung. Kostet 100. Rittereid. MP. Meine Spezialangriffe. Ist das einfach... Ist das ein Permanent Buff oder was? Halbiert jeglichen Elementarschaden. Effekt entfernt. Ein stechender und schneller Angriff können wir momentan... Ach, das können wir uns einfach nicht leisten momentan. Was? Was mache ich hier bloß? Das ist kein Ort für einen Zauberer wie mich. Ich muss nach Südwesten zum überheblichen Magierturm. So. Schaut. Schaut, wie niedlich sie hüpfen. Das bedeutet, dass sie kämpfen und trainieren. Versteht ihr? So. Verschlossen. Okay, wir sind hier offenbar tatsächlich in einer Ninja-Schule. Warum auch immer. Die sind auch gerade nicht ansprechbar. Nein! Jetzt! Achso, Alter, hier lauter Leute im Weg. Hier ist ein Restaurant. Die sind alle beschäftigt. Ah, interessante Tatsache. Was die Deutschen als Peperoni-Pizza bezeichnen, verwirrt Italiener, da in Italien das Wort Peperoni Paprika bedeutet. Hilfe! Mamma mia, Pizza Mafia, Mandolino, weh, weh, viel stereotypische geht es nicht mehr. Ai, 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 avanti, avanti, randale, randale, mangiare. So. Wusstet ihr, dass die Pizza das erste Mal in Italien in der zweiten Hälfte des 19. Jahrhunderts zu Ehren von Königin Margherita gebacken wurde? Ah, daher der Name. Sie war recht simpel. Sie hatte Basilikum, Käse und Tomaten und hatte daher die Farben grün, weiß und rot, wie die italienische Flagge. Zu schade, dass ich nicht weiß, wovon ich rede. Italien hat in dieser Welt niemals existiert und Königin Margherita genauso wenig. Merkwürdig, oder? Das ist so blöd einfach. Oh Mann, steht hinter mir ein Monster? Hey, Alter, das ist ein Monster hinter dir. Ein dreiköpfiger Affe. Hey, ich weiß, ich bin ein Monster. Ich sollte irgendeinen nutzlosen Schatz bewachen. Aber ich liebe Pizza. Aber Destiny hat keine Helden beschworen und normale Abenteurer halten sich normalerweise nicht in meinem Dungeon auf. Niemand wird mein Fehlen bemerken. Können wir die Pizza essen? Nein. Wie doof. Ich singe mit. Das ist der Hit. Es gibt nirgendwo bessere Pizza als diese hier. Ernsthaft. Niemand außer uns verkauft Pizza. Dann ist es einfach. Pizza 20 Gold, aber wir haben noch zwei. Werden wir noch ein paar Mal brauchen. Und wir sind auch genau in der Stadt, wo wir hin sollten. Und die wird doch bestimmt wieder sagen. Wenn ihr Jungen das nicht Spaß macht, mit einer guten Bewertung. Nein. Toll. Toll. Ich weiß nicht, ob man das jetzt in der Aufnahme sieht, aber ich bin jetzt im Steam-Overlay. Ich schreibe doch jetzt kein Review. Mann, ich spiele doch gerade. Wenn ihr vorhabt, nach Süden zum Imperium zu gehen, streicht es euch aus dem Kopf. Niemand kommt durch das Tor.
Ich frage mich, warum sie die Gegend überhaupt gebaut haben. Vielleicht, um den Eindruck zu erwecken, dass unsere Welt riesig und interessant ist. Schön. Und eine weitere Schmiede. Ich hatte gehofft, hier ein paar magische Gegenstände zu finden, aber ich glaube, überhebe ich mal über die Brücke. Okay. Verdammt, ich habe kein Geld. Vielleicht soll ich ein paar Monster töten oder wenigstens eine Nebenaufgabe erledigen. Ich würde ja gerne mal eine kriegen. Ich will nicht einfach nur... Oh Mann, ich will natürlich schon Sachen kaufen, aber ich kann mir nichts leisten. Wir brauchen eine Quest. Gib mir eine Quest. Musik, lass dich alles vergessen. Schlaflied, oh cool, Schlaflied, super, aber können wir uns nicht leisten. Konterlied, entzauberndes Ständchen. Ein liebliches Ständchen, das die Gegner entmachtet, inspiriert. Du bist in der richtigen Stimmung für die Spezialangriffe, Virtuoso. Mann, du bist genauso gut aussehen und cool mit deinen magischen Tricks. Dein fabelhaftes Lied beschädigt direkt das Mana deines Feindes. Diese uralte Melodie wird dein Gegner für immer in den Schlaf wiegen. Ich tanze, seht ihr das nicht? Weit im Norden, in der Nähe von Orkus Unterschlupf, soll es einen Teich geben, an dem sich Feen aufhalten. Nicht jeder Schurke ist ein Stiefer, nicht jeder Schurke ist ein Dieb, verstanden? Was ich meine ist, dass nicht jeder Typ, der wie ich angezogen ist, ein Feind ist. Das sagt er bestimmt, weil er unser Feind ist. Hilfe! Diese Orks nutzen unsere niedrigen Preise und Spezialangebote aus! Was? Der Kunde hat immer recht. Was? Was? Wieso greifen wir die jetzt an? Orkubus! Der hat ja immer noch die Schaufel, verdammt! So, Fertigkeit, magische Rakete! 95 Hitpoints, den kriegen wir sowieso nicht mehr, aber Versuch ist es wert. Obwohl, nee, komm, wir schalten erstmal den aus. Der hätte eh angegriffen. Und dann hätte jetzt noch der hier angegriffen und das wollten wir natürlich nicht, deswegen schalten wir erstmal den aus. Ein Angriff weniger. Ach, ich muss ja noch die Spells anlegen, fällt mir gerade ein. Ich bin ja doof. Ich wundere mich die ganze Zeit, warum die nicht verfügbar sind. Danke, ihr habt unser Zeug gerettet. Und unsere Leben. Zur Belohnung bieten wir euch unser Zeug zum Verkauf an. Sauber, irgendein Rabatt? Ja, was? Bring mich zum Lachen, das ist gegen unsere Tradition. Helden kaufen ihr Zeug immer. Wie kann ich euch helfen, junge Helden? Wir sind doch gar keine Helden, wir sind doch Reisende. Langschwert plus eins. Ach ja, ach wie schön. Plus eins. Schuppenhemd. Ein Schulterschutz. Halbe Plattenrüstung. Oh, Träumchen. Tuniken und alles. Shirt. Ein Hemd wie was? Ein Hemd wie viele andere wahrscheinlich. Trendig und komfortabel. Bronzene Brustplatte. Wir kommen später wieder. Wir müssen Geld verdienen. Hauptquest, die Legende. Weit im Osten hat. Musst du erst nach Südosten, dann nach Norden. Da ziehen wir ja gerade hin. Das haben wir schon gemacht. Nee, das geht wahrscheinlich gut in der echten Welt, während du im Solo-Leben kämpfst. Okay, die Legende von Z. Legend of Z. Of Z. Legend of Z. Okay, verstehe. Wir sollen also nach Orkus, weit im Osten. Nein! Ciao. Nordwesten, Orkus Unterschlupf, Nordosten, Straße zum Königreich des Namenlosen. Ich guck erstmal hier. Dieses ist der letzte imperiale Außenposten.
nördlich von hier, erwartet euch Schmerz und Leid. Denn das Versteck des Namenlosen liegt direkt hinter den Bergen, hinter dem eiskalten Todestor. Hört sich einladend an. Vielleicht lassen wir es erstmal. Ui. Wir kämpfen natürlich immer. Oh, ich hätte erstmal Sachen anlegen sollen. Hier momentan nix. Okay. Okay, erstmal den mit Brille. Träum, süß Arschloch, sagt er. Wow, zum Glück. Oh, Francis schläft. Scheiße. Ein Bade weg. Dann würde ich sagen, den hier. Müsste, hätte ich ja den anderen nehmen sollen. Egal. So, der kann nicht mehr angreifen. Kümmern wir uns um den Herren. So. Fast Level 5 und Kartoffelchips. Ich freue mich sehr. Jetzt muss ich aber wirklich mal, ganz kurz gucken. Fertigkeiten. Siehste, da haben wir nämlich die ganzen Fertigkeiten, die wir einfach gar nicht benutzen. Johnny. Kraftangriff. Ausgerüstet. Francis, Schleichangriff. Achso, brauchen noch ein TP zum Aus... Ja, dann nehme ich erstmal den Schleichangriff. Okay, der Mike. Schürfwunde heilen. Alter, das ist mir fast ein bisschen peinlich. Oh, friert alle Dinger ein. So, davon können wir den Rest jetzt nicht mehr anlegen. Der verfluchte Name des Bösewichts. Abgefahrener Effekt. I do's. Einfrieren ist, glaube ich, ganz gut. Verbrennen ist vielleicht auch super, aber einfrieren verspreche ich mir mehr von. Ach ja. Mein Fehler. Falsche Prinzessin. Hey. Yo. Episode 3. Die legendäre Legende der Legenden. Von Z. Errungenschaft freigeschaltet, A Link to Another Game. Habt ihr den Typen gesehen? Komplett grün angezogen, spitze Ohren? War er... Wahrscheinlich irgendein Hero oder so. Auf geht's! Oh Mann. Der Ire. Da läuft sie einfach so ein Ire durchs Bild. Das ist ja unglaublich. Was haben wir denn hier? Sag nicht, da ist ein Händler drin. Ne, Alter, willst du mich verarschen? Willst du mich verarschen? It's dangerous to go alone. Wie war das nochmal? Es ist gefährlich, alleine loszugehen. Warum kauft ihr nicht etwas? Es ist einfach unfassbar. 180, wir sparen natürlich erstmal. Es ist doch einfach... Huch! Wo kommen die denn her? Fertigkeit, Schleichangriff oder Waffenrost? Schleichangriff auf... Der obere. Nee, der untere. Halt, da. Du siehst mich nicht. Du siehst mich... Boah. Alter. Können wir auch mal machen. Heile uns, Spaghetti-Monster! Ein Kraftangriff auf... Wer ist als nächstes dran? Er hier. Naja. Aua. Boah, die machen gut Damage. Bringen diese Schleichangriffe überhaupt irgendwas?
Kriegen wir den Damage ab von den Schleichangriffen? Das sieht irgendwie so aus. Nee, doch nicht. Okay, weißt du was? Paff! Genau die zwei Hitpoints, die wir brauchten. Der braucht trotzdem eine andere Waffe. Das geht so nicht. Juhu, Level up! Super Freunde waren siegreich. So, meine Fäuste sind gerade härter geworden. Der kriegt Macht. Er hier war Mike war Pirat. Der braucht Zähigkeit. Der braucht. Okay, wenn er Zähigkeit braucht, bitteschön, dann kriegt er Zähigkeit. Achso, das war's. Die anderen nicht? Verschlissener Stab. Ich freue mich sehr. Exorkismus. 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 Schön. Huch. Ist das ernsthaft? Ist das jetzt... Willst du mich verarschen? Okay, ich hätte vielleicht healen müssen. Und ich sollte öfter mal darauf achten, welcher als nächstes angreift. Ach komm. So, Fertigkeit. Der heilt erstmal den Francis. Heile uns, Spaghetti-Monster! Oh nein. Boah, Orkus Feuer ist echt mies. Das bringt ja viel mit dem Eis. Toll! Ach, verdammt. Mist. Ich mach das jetzt nicht auf den. Ich muss auf den gehen. Komm schon. Nein! Verdammte Scheiße! Ah. So, da kann der wenigstens nicht mal angreifen. Naja, es war knapp, aber es hat nichts gebracht. So, er ist Francis. Ist der Ninja. Ninja braucht das hier, ne? Der braucht, Ninja braucht Geschwindigkeit. So, nein. So, und Nigel ist der Magier. Nigel ist der Magier. Der braucht ihn hier. Deswegen ist er da auch so weit. So. Kriegsachs. Ich freue mich sehr. Hokus Pokus, weil wir die Magier umgebracht haben. Ach, was mache ich denn da? Inventar. Jo, kauf was! Kaufen. Dungeon-Schlüssel? Aha. Naja, dann kaufen wir einen. Vielleicht brauchen wir mehrere, ich weiß es nicht. Was ist das hier für eine komische Map? Vor allem, weil wir dauernd angegriffen werden. Verdammte Axt! Boah, 145. Alter Schwede. Das friert hier aber nicht ein, ne? Nein. Da stand zwar einfrieren, aber irgendwie... Na komm, hauen wir den Wolf mal weg. Fertigkeit, Kraftangriff. Dann haut er die Hyäne mal weg.
Er hat weniger Hitpoints. Schleun. Orc Power. Alter. Die räumen wir schon gut auf. Ah, Schwein gehabt. So. Heieiei, mein Name ist Wolf, weil wir jetzt einen Wolf umgebracht haben. Safe. Ja, okay. Wenn der das sagt, dann mach ich es mal. Filet 1. Inventar. Oh, Inventar. 50, 75, la. MP. Okay. So. Dann speichere ich lieber nochmal. Müssen wir es hinterher nicht machen, dann vergesse ich es bestimmt wieder. Huch. Bitte keinen Kampf, bitte keinen Kampf. Geh zurück. Hier gibt's Orks, viele. Wir müssen noch hier hin, oder? Oh!